Die durchschnittliche Lebenserwartung in Russland lag bei 57 Jahren, weil Krankenhäuser nicht genug Medizin vorrätig hatten. Es gab nicht genug Lehrer an den Schulen. Professoren mussten Taxi fahren und Museen verkauften die Werke direkt von den Wänden, nur um zu überleben. From Hollywood, where dreams do come true, it's the return of the one and only Supermarket Sweep. Und man sah nicht mehr das alte Sowjetfernsehen, sondern nonstop Sendungen aus dem Westen. Diese neue Ungleichheit war ein Desaster und das machte eine Menge Leute wütend. Es untergrub die Demokratie und letzten Endes hatte die Demokratie dann auch keinen guten Stand mehr in Russland. Es gab dieses Wortspiel. Anstatt Demokratia, Demokratie, nannte man es Dermokratia, Scheißokratie.